Yo, hier ist Basti von der Steckkasten-Crew. Ein neues Set kommt dazu. Ich mache jetzt ein Review. Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen im Vintage- und Retro-Lego-Kanal der Steckkasten-Crew, deinem Lieblingsort für altes Lego und neues Lego mit retrospektiven Motiven. Und ich habe euch heute ein Weihnachtsset mitgebracht, nicht ganz unzufällig, also nicht ganz zufällig, denn es ist ja Adventszeit, beziehungsweise in wenigen Tagen und Wochen ist Weihnachten und wenn in wenigen Tagen und Wochen Weihnachten ist, habe ich immer das Bedürfnis, ein Weihnachtsset zu bauen. So. Und dieses Weihnachtsset ist jetzt kein neues Weihnachtsset, dieses Weihnachtsset ist von 2018 und dieses Weihnachtsset stand tatsächlich bis vor kurzem noch original verpackt bei mir im Regal. So. Es stand also gut und gerne 3-4 Jahre bei mir im Regal. Ich glaube, ich habe es mir nicht gleich im ersten Jahr geholt, sondern im zweiten Jahr. Da gab es krasse Rabatte drauf. Ursprünglich hat das, glaube ich, 89,99 gekostet. Ich habe es, glaube ich, für 54,99. Und es wurde auch dann noch in den Folgejahren, ich glaube, bis letztes Jahr wurde das noch kostengünstig verkauft, was bei mir so ein bisschen den Eindruck erweckt hat, das ist ein Ladenhüter. Und ich persönlich, ich kann ja immer nur von mir sprechen, hatte auch das Gefühl, ich musste mir das kaufen, weil ich so ein bisschen Komplettist bin, was Weihnachtssets angeht. Und ich finde, Weihnachten an sich ist ein super geiles Retro-Thema. Ja? Also es gibt natürlich auch Vintage-Sets zu Weihnachten. Schaut euch unbedingt mal unsere Playlist an. Da habe ich auch ein Video gemacht zum allerersten Weihnachtsset von Lego. Das war so ein kleiner, sehr brickiger Rentierschlitten. Ja, das ist Vintage-Lego. Gibt also auch Vintage-Lego im Weihnachtsbereich. Aber das meiste, was wir heutzutage kennen, ist halt Retro-Lego. Ja, das ist neues Lego mit so Motiven von damals. Und das sieht man ja hier zum Beispiel schon an diesem alten Feuerwehrauto. Und auch die Feuerwehrstation ist ja schon ein bisschen oldschool. Sieht ja heute ein bisschen anders aus, so ein Feuerwehr-Headquarter. Was ich eigentlich sagen wollte, bei mir stand das jetzt sehr lange im Regal. Und ich hatte auch immer das Bauchgefühl, es ist unter den Weihnachtssets so eher so ein bisschen das Schlechtere. Deswegen auch das Thumbnail mit Daumen hoch, Daumen runter. Und der Sache gehen wir heute mal auf den Grund. Eine Sache vorweg. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich sehr gut unterhalten wurde. Und das Set hat auch durchaus seine kleinen Momente. Es ist insgesamt sehr, sehr cool. Und, das zeige ich euch dann auch noch, man kann es sehr, sehr gut mit der Main Street kombinieren, wo ich ja vor kurzem ein Video gemacht habe, denn diese Häuser, die in der Main Street drin sind, passen wie Arsch auf Eimer. 1:1 richtig cool zu diesem Headquarter. So, ja. Da könnte man natürlich jetzt auch nochmal die Frage aufmachen, das sind ja Winter Village Sets und es gibt ja auch viele, die eher so ein bisschen dörflich aussehen, also weihnachtlicher Spielzeugladen, Santas Workshop und so weiter. Es gibt auch ein paar, die sehen ein bisschen eher comic-mäßig aus, wie zum Beispiel das Lebkuchenhaus, ein großer Favorite von mir, stelle ich auch noch vor. Aber es gibt eben auch einige, die passen gar nicht so richtig in das Winter Village, weil es eher Winter City ist. Das ist eher so der New York-Style. Und cool ist natürlich, dass dieses Set von 2018, also von vor 4 Jahren, ziemlich gut zu dem aktuellen Set passt. Ich schiebe das nachher auch noch mal ein bisschen so zusammen. Ich habe die beiden Gebäude von der Main Street da noch drüben stehen. Also geduldet euch. Wir gucken uns erstmal kurz das Set an. So, ich würde sagen, wir fangen mit der Box an. Und die Box war damals noch im Creator Expert Stil. Ich versuche die mal so zu drehen, dass es nicht so krass spiegelt. Und ihr seht vorne auch, dass, Moment, wo ist es? Hier, ein Leuchtstein dabei war. In der Main Street jetzt war kein Leuchtstein mehr dabei. Es wäre mal total spannend. Vielleicht weiß das der eine oder die andere von euch auch. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wann hat Lego denn das letzte Weihnachtsset mit Leuchtstein rausgebracht? Weil ich hatte immer das Gefühl, das ist so ein Ritual, was sich durchzieht. Weihnachtsset nur mit Leuchtstein. Und in der Main Street ist doch gar kein Leuchtstein drin. Oder irre ich mich da? So. Ja. Also hier ist ein Leuchtstein drin. Das Set ist Creator Expert. Die Box ist noch anders. Die ist nicht schwarz. Und es ist, wie hier steht, 12+. Aber kleiner Spoiler vorweg, das unterscheidet sich in keinster Art und Weise von dem Bau der Main Street. Also das ist wirklich, also keine Ahnung, warum da 12+ draufsteht. Zumal als 12-Jähriger, ganz ehrlich, wenn ich mich zurückerinnere, was war da für mich gerade interessant? Sega Mega Drive, Basketball spielen und Rap hören und mit Leuten abhängen, aber nicht Weihnachtssets bauen. Also ich habe immer noch die These, diese Weihnachtssets sind hauptsächlich für Erwachsene gedacht. Auch wenn man da ein bisschen mit spielen kann, aber ja, okay.
So, dann haben wir zwei Anleitungen. Eine Anleitung für das ganze Kleingeraffel. Da ist ein bisschen was hier dabei. Zum Beispiel so ein Eislaufplatz, so rum. Es muss ja nicht immer Kunst sein, was da entsteht. Wo ich die Frage stelle, warum? Warum ist hier ein kleiner Eislaufplatz drin? Das wäre ein super Thema für ein eigenes Set. So ein Jahrmarkts-Eislaufplatz mit zwei, drei Buden drumherum würde auch super zum Karussell passen, was es mal gab. Also hier wird das Kleingeraffel gebaut und hier wird dann die Feuerwache gebaut. Also man kann sich natürlich das auch aufteilen, ja. Wenn man jetzt seinen Kindern nicht so viel zutraut, lässt man die das Kleine bauen. Wenn man den Kindern sehr viel zutraut, lässt man die das Große bauen, guckt ein bisschen über die Schulter und baut selber als Mama und Papa das kleine Zeug. So. Eine Sache vorweg, hier sind so ein, zwei Baulösungen drin, die mich begeistert haben. Also zum Beispiel ist eine interessante Bautechnik, wie diese Fenster hier von diesem Turm gebaut werden. Ich versuche euch das mal schnell hier rauszusuchen, denn ich will den nicht mehr zurückbauen, zumindest jetzt gerade nicht. Ah ja, genau, so. Also ich fange mal hier an. So, erst hat man hier so eine Lücke. Ihr seht das ja. Und da sind so Brick Modifieds an der Seite. Seht ihr ja? Also ja, diese klassischen Steine, die man auch für Autos vorne verwenden kann, wo man so eine transparenten Platten dran macht als Lampen. So. Das ist also erstmal offen. Und dann baut man so eine Art Zaunkonstruktion. So. Und diese Zaunkonstruktion klickt man dann zusammen im 90-Grad-Winkel und dann wird die hier so reingesteckt. Achtung! Und das ist richtig cool. Also das hat mich wirklich geflasht. So. Und was halt auch schön ist, was so ab und zu so kleinere Builds, die da gebaut werden. Also zum Beispiel ist hier oben ein rotes Telefon drin. Das ist total cool. Hier an der Seite, ich zeige es euch danach, wenn ich es nicht vergesse, ist ein Feuermelder. Hier vorne ist ein kleiner Hydrant. Also wirklich richtig cool. So kleine neckische Sachen. Der Schneemann ist auch sehr, sehr cool mit dem Zylinder. Also das ist schon cool. Das hat schon Spaß gemacht. Und was ich an dem Ding wirklich richtig cool finde, ist dieses Weinrot. Ich liebe Weinrot. Das hat sowas Oldschooliges für mich. Und es passt auch sehr gut zu Weihnachten. Also von daher auch vom Farbschema. So eine weihnachtliche Feuerwache ist eine super Geschichte. Zumal, ich habe gleich dran gedacht, in meinem Elternhaus werden immer echte Kerzen an den Baum angebracht und wir stellen immer einen Feuerlöscher bereit. So. Und da dachte ich mir, weihnachtliche Feuerwache, ja, ist ja eigentlich ganz naheliegend, auch wenn es jetzt ein bisschen makaber ist, ja. Aber die eine oder andere Sache wird schon zu Weihnachten auch Feuer fangen. Von daher ist das ein wichtiger Bestandteil des Winter Village/Winter City. Ja, so. Wir haben auch einen kleinen Aufkleberbogen, der hält sich aber wirklich in Grenzen. Und ihr seht hier zum Beispiel hier diese roten, diese kleineren roten, das ist an dem Feuerwehrauto, das sind so kleinere Sachen, könnte man auch weglassen. So, dann hat man hier oben noch so eine Liegefläche, da ist so ein kleines Klappbett. Dann hat man hier einen Weihnachtskalender und hier hat man noch ein Bild von dem Hund, wie der gerade einen Preis gewinnt. Das könnte man theoretisch auch weglassen. Wenn man es wirklich Creator-Expert-mäßig basic baut, geht das auch. Hier unten ist noch das Kennzeichen. Das Einzige, was ich dran machen würde, wäre der Sticker von der Fahne, aber selbst die könnte man auch blanko in Rot lassen. Kleiner Sticker-Sheet ist vollkommen in Ordnung, kann man wie gesagt auch weglassen. So. Und jetzt gucken wir uns als allererstes mal die Figuren an. Und da sind eine ganze Menge dabei. Ich muss mal kurz durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wenn man das kleine Kind mitrechnet. 8, wenn man den Hund als Figur mitrechnet. Und 9, da haben wir ja hier diese coole Springbrunnenfigur, der ich tendenziell sofort einen grauen Helm aufsetzen würde. Und dann wäre das eine monochrome Ritterfigur. Ja, so. Wie viel hatte ich jetzt gezählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Figuren. Der Schneemann, vielleicht die 10. Figur, der hat einen echt coolen Zylinder auf. So. Und da hat man allein schon vier Feuerwehrleute. Das ist wahrscheinlich hier der Oberchief of Fireman, keine Ahnung. Der hat diese Schulterstücke in grün, in dunkelgrün. Das sieht sehr, sehr edel aus, spielt auch Saxophon. Die anderen haben weiße Handschuhe, spricht für eine Ausgehuniform. Die sehen auch sehr, sehr edel aus. Zusätzlich werden auch noch goldene Helme geliefert. Die habe ich hier mal hingelegt. Hier sind zwei und hier unten drin hängt noch ein dritter. Das heißt, die drei Dudes und die Dudine können auch goldene Helme aufsetzen, haben dann diese Ausgehuniform. Super cool, super, super schön. Dann hat man hier eine Mutter mit einem kleinen Kind auf so einer Art Rentierschlitten. Das ist mit solchen coolen Schwertern, den Jago-Schwertern gelöst. Dann hat man hier einen Dude, dem habe ich die Schlittschuhe hier daneben gelegt. Genau. Der spielt da so ein bisschen mit sich selber, ja. Eishockey. Ist ein bisschen wenig Platz. Ich habe auch gar keinen Puck gefunden, ehrlich gesagt. Hätte man ja so einen kleinen 1x1 Roundfliese
eine 1x1 Roundfliese in Schwarz oder so reinlegen können. Aber hat man ja noch rumkolon. Ich gucke da gerade auf meine Restegläser, die sind schon voll. Dann hat man den Dalmatiner, das ist auch wirklich sehr, sehr cool. Ja, so. Und man hat diese Figur, die zeige ich euch nachher aber nochmal genauer. Oder ich kann es ja jetzt gleich machen. Die ist wirklich richtig cool. Also ich finde das eine schöne Idee, da in Grau so eine Figur noch ranzustellen. Auch wenn sich für mich der Sinn von dieser Eislauffläche nicht ganz erschließt. Und wenn ich die Eislauffläche jetzt einmal in Händen halte, nehme ich die doch auch gleich mal noch. Cool sind die Platten drunter. Also mit diesen Platten kann man auch schön zu Weihnachten was bauen. Ja, also kann man ja auch für was anderes verwenden. Ich finde das aber ein bisschen sinnfrei, ehrlich gesagt. Und ich verstehe auch nicht ganz den Zusammenhang zu der Feuerwache, warum da jetzt eine kleine Schlittschuhbahn ist. Ich fände es viel, viel cooler, wenn man diese Steine vielleicht gespart hätte oder vielleicht noch in das Headquarter investiert hätte. Denn eine Sache ist ziemlich spannend, zeige ich euch nachher. Wenn man nämlich dieses Feuerwehrauto reinfährt, steht das hinten über. Das heißt, das Ding hätte ruhig noch ein bisschen tiefer sein können. Ja, also hypothetisch gesprochen. Und ich fände es halt insgesamt auch cooler, wenn Lego dieses Thema aufgreifen würde und aufblasen würde. Ja, also statt so einem kleinen Zeitbild von einer Eiskunstbahn, vielleicht wirklich mal so eine kleine Jahrmarktszene mit zwei, drei Ständen und das als eigenständiges Set. Ist doch auch super, passt doch auch super in Winter Village. Ja, so. Also für mich ist die Figur das Highlight. Der Rest ist für mich so ein bisschen lala. Ja, so. Und es ist ja auch nur einer dabei, der da Eis läuft. Also, Was auch noch dabei ist, was ich jetzt nicht unbedingt bräuchte bei der Feuerwache, ist halt dieses kleine Ensemble aus einer Bank und einer Leuchte, einer Standleuchte. Straßenlaterne könnte man sie auch nennen. Da kann man auch jemanden draufsetzen. Ist halt wirklich ganz simpel gebaut. Also solche Sachen sind ganz oft in Weihnachtssets drin. Ist für mich jetzt aber tendenziell auch eine Geschichte, die nicht unbedingt sein muss. Weil wenn ich fünf Weihnachtssets habe und ich habe fünfmal sowas dabei, dann steht das halt immer daneben. Ich fände es halt cooler, wenn die Steine in das Hauptgebäude mit eingeflossen wären. Ja, so. Könnt ja gerne mal eure Meinung drunter schreiben. So, dann haben wir noch einen kleinen Kart. Das ist wahrscheinlich ein Spielzeug, Auto, könnte ich mir vorstellen. Könnte man hier auch neben den Weihnachtsbaum stellen. Da sind auch noch zwei Geschenke drunter. Das ist eine Lokomotive und ein kleines Päckchen. Und dann liegt noch ein kleines Päckchen auf dem Schlitten von der Mutter hier. Das ist aber wirklich nur aus drei kleinen Teilen gebaut. Der Baum ist ganz cool. Also Bäume gibt es ja auch fast in jedem Weihnachtsset. Ist aber eine Sache, damit komme ich klar. Das ist ganz cool, so Weihnachtsbaum zu bauen, fetzt. Der ist tendenziell, finde ich besonders, weil der sieht so comic-mäßig aus. Ich zeige euch mal den Weihnachtsbaum aus der Main Street vom aktuellen Set 2022. Ja, da seht ihr, der sieht ein bisschen eher realistischer aus und der ist so ein bisschen comic-mäßig. Ich stehe da aber drauf. Also ich mag das. Ich mag auch so Blinklichter. Stellen wir das mal gleich wieder zurück. Also das ist cool. Das passt hier auch super daneben. Guck mal, wenn man es so hinstellt. Ja, super. Und man kann halt eine Sache sehr, sehr gut machen. Das wird auf der Box schon gezeigt. Man kann mit diesem Leiterwagen den Baum schmücken. Auch super. Wenn man das als Display so stehen hat, ist das auf alle Fälle sehr, sehr cool. Da kann man schöne Fotos machen und man kriegt gleich so ein Stimmungshoch. Ja? So, jetzt kommt der Leiterwagen. Der Leiterwagen ist von der Idee ziemlich cool. Ich mag solche Oldtimer und das ist höchstwahrscheinlich ein Oldtimer. Ich würde mal tippen, so 20er Jahre vielleicht. Vielleicht auch 30er Jahre. Was mich hier allerdings ein bisschen stört, ist, der wirkt an vielen Stellen ein bisschen unfertig. Also mir fehlt zum Beispiel, ich drehe jetzt kurz mal die Leiter, guck mal in den Fußraum rein. Da sind halt nur Noppen zu sehen, da fehlt mir ein Sitz. Irgendwie. Das ist ein bisschen zu nackig. Und auch hier hinten am Radlauf, finde ich, da könnte noch eine Platte hin. Ja, so. Ansonsten aber neckisch. Also besonders schön finde ich die Front. Das ist schön gebaut. Das ist wirklich schön gebaut. Das hat einen coolen Look und man kann natürlich hier diese Leiter auch hoch machen und kann das auch so drehen. Man kann auch diese Schläuche abnehmen. Ja, wie gesagt, soll halt einfach Optik. Optik ist hier entscheidend. Ja. Und jetzt gucken wir uns mal das Hauptgebäude an. Bevor wir das Hauptgebäude angucken, ich habe übrigens schon den Tag der offenen Tür hier unten. Ich muss mal die Türen zumachen. So. Schiebe ich mal noch die zwei Gebäude der Main Street vom diesjährigen Weihnachtsset mit rein. Und dann seht ihr sofort, wow, das passt ja genial. Das passt ja richtig gut zusammen. Guckt mal. Also da kann man sich schon eine schöne Szene draus bauen. Das hat so diesen Großstadt-Flair, finde ich. So, ja.
Und auch die Farben harmonieren sehr gut, ja. Ich hatte ja in dem Review, zieht es euch auf alle Fälle unbedingt mal rein, hatte ich ja gesagt, das erinnert mich ein bisschen an die Sesamstraße. Ich finde aber auch dieses Grün, Beige und hier auch dieses, was ist das, Nougat, Dark Nougat, lecker Nougat, ja. Vielleicht ist Beige, sollte man vielleicht Marzipan nennen, ja. Passt dieses Weinrot halt sehr, sehr gut. Das harmoniert sehr, sehr schön, ja. So. Ich schiebe das mal ein bisschen zur Seite und dann gucken wir uns nämlich mal dieses schöne Gebäude an. Und ich hatte ja vorhin schon erwähnt, es gibt auch einen Lichtstein und der Lichtstein sitzt hier oben dahinter. So. Und da drückt man drauf und dann leuchtet es. Ihr seht das wahrscheinlich ein bisschen schlecht. Ich muss das mal drehen. Ihr seht, von hinten ist ein bisschen wie eine Puppenstube. Und was wird angestrahlt? Das rote Telefon. Man könnte jetzt spielen, immer wenn das rote Telefon klingelt, Alarmbereitschaft. Ring, 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 ring. Einsatz, Einsatz. So. Könnte man so spielen. So verstehe ich das auch. Ja, so. Weil das rote Telefon da direkt drunter ist. Das ist übrigens sehr, sehr cool gebaut. So. Hier gibt es eine ganze Menge lustiger, neckischer, kleiner Sachen. Zum Beispiel den Schneemann. Der Zylinder ist wirklich großartig. Dann hat man hier hinten so einen kleinen Feuermelder gebaut. Das ist auch sehr, sehr schön. Hier so Lämpchen an der Seite. Dann hat man hier so Verzierungen. Hier oben, das hatte ich euch ja schon kurz in der Bauanleitung gezeigt. Wirklich sehr, sehr schön gebaut. Hier oben hat man ganz, ganz viele von diesen Plate Modifieds mit dieser C-Clamp vorne. Die laufen hier um das ganze Gebäude oben drumherum. Dadurch entsteht diese coole Optik. So ein bisschen, als wäre das, wie nennt man das? So Verzierungen an der Fassade. Ist ja auch egal. Stuck. Stuck nennt man das. Genau, so. Dann hat man hier vorne ein schönes Tor. Das Tor ist hinten mit Platten und vorne mit Fliesen gebaut und die Fliesen erwecken so ein bisschen den Anschein, als wäre dieses Tor aus einzelnen roten Latten gebaut. Kann man natürlich auch aufmachen, so. Ja, das ist wirklich, das ist cool. Also das ist wirklich schön gebaut. Da gibt es echt nichts dran zu meckern. Dann geht hier so eine Treppe hoch, immer natürlich mit ein bisschen Schnee drumrum. Dann hat man da unten diesen Hydranten, der ist auch aus wenigen Steinen richtig schön gebaut. Ja, und Verzierungen hier und da. Und dann diese Kombination aus diesem Weinrot oben. Ich hatte das ja schon gesagt, ich finde, dieses Weinrot ist eine super geniale Farbe und diesem Hellgrau unten. Ja, ist wirklich, wirklich schön gemacht. So. Und oben kann man das Dach noch abnehmen. So, das ist auch das einzige Teil, was man abnehmen kann. Das ist stabil gebaut aus Fliesen und so weiter. Hier oben hängt halt der Leuchtstein noch dran. Und hier ist die bestickerte Fahne, ja, die man aber auch komplett rot lassen könnte. Und dann drückt man hier drauf und dann leuchtet das. So, und das strahlt nach unten. So, und hinten sieht es tatsächlich aus wie so eine kleine Spielwelt. Ja? Also man hat hier oben im hinteren Bereich so eine kleine Küche. Das ist sehr schön mit einer Pfanne. Da ist eine kleine Kaffeemaschine. Da ist vorne ein Wasserhahn und so weiter. Dann das rote Telefon. Großartig. Das ist wirklich richtig schön gelöst. Dann hat man in der Mitte so einen Tisch mit einem Hotdog drauf und dann halt so zwei Drehsessel. Die drehen sich tatsächlich auch. Ja, kann man auch gut drehen. Ich hätte mir halt gewünscht, dass in dem Feuerwehrauto noch ein roter Sessel drin ist oder zwei rote Sessel oder so. Wäre jetzt auch nicht ins Gewicht gefallen. Hätte aber so ein bisschen einen besseren Look ergeben am Ende. So sieht es sehr, sehr puristisch aus. Dann hat man hier drüben noch oben ein Klappbett. Das ist übrigens der eine Sticker, von dem ich vorhin erzählt habe. Das kann man auch hochmachen. Und unter dem Klappbett ist dann, das seht ihr wahrscheinlich ein bisschen schlecht, sind zwei Sticker angebracht, ein Adventskalender und ein Bild von dem Hund, wie der Hund gerade einen Preis gewinnt. So. Kann man wieder runter machen. Und unter dem Klappbett unten in der Ecke ist sozusagen die Hundeecke. Da ist das Hundekörbchen mit zum Knochen. Also wirklich ganz putzig gemacht. Ich finde, hier oben entsteht auch eine schöne Spieltiefe, dadurch, dass das Gebäude nach vorne so ein bisschen ausladend ist. Die Spieltiefe hier vorne, die ist genauso wie bei der Main Street aktuell. Also für die Leute, die sagen, also diese Main Street-Gebäude, die sind ja viel zu flach zum Spielen. Hier vorne im vorderen Bereich ist das genau die gleiche Tiefe. Also Lego hat das schon immer so betrieben. Ich bilde mir sogar ein, dass beim weihnachtlichen Spielzeugladen, der ja schon vor ein paar Jahren rausgekommen ist, die Spieltiefe auch nicht besonders viel mehr ist. Also schaut euch das gerne mal an. Ich bin ja nach wie vor immer noch der Meinung, dass diese Sets, diese Weihnachtssets eben hauptsächlich Displays Sets sind, die sich Erwachsene, die früher schon Lego cool fanden und heute im Erwachsenenalter irgendwie so coole Deko suchen, sich bauen und hinstellen. Es gibt bestimmt auch den einen oder die andere, die Kinder damit spielen lassen, aber ich glaube, das ist eher die Ausnahme. Wenn ich jetzt von mir ausgehe, ist das halt auch so, ja? So. Und dann haben wir noch den unteren Bereich. Und im unteren Bereich ist hier so ein bisschen Geraffel, da sind so Gasflaschen, da sind, ist ein bisschen Werkzeug, da ist der dritte goldene Helm und das war's. Hier drüben ist noch eine Kletterstange,
beziehungsweise eine Stange zum Runterrutschen. Da kann man auch schön Figuren so dranhängen. Ja, also wie gesagt, Display. Also da rutscht nichts. Eine Sache, die ein bisschen doof ist, guckt mal in den mittleren Teil, da fehlen Platten. Ein bisschen schade. Da soll man die Feuerwehr reinfahren. Und ich fahre die Feuerwehr da jetzt mal rein. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Ich mache erstmal die Türen auf. Achtung, auf. Und dann fahren wir die Feuerwehr mal rückwärts rein. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. So. Also, wenn ich die bis hierhin fahre, dann passt das. Wenn ich die komplett reinfahre, dann steht die hinten raus. So. Ja, das sieht halt nicht so cool aus. Und wenn man die Türen zumachen will, das kommt noch dazu, muss ich die so weit hinterfahren und dann kann ich erst die Türen zumachen. Das heißt, auch das spricht eher für meine Begriffe für ein Display-Set, denn da würde man die Feuerwehr wahrscheinlich so hinstellen. Ja, so. Und es sieht ja auch ganz dekorativ aus. Und dann hat man hier vielleicht noch weitere Häuser, die kann man auch so über Eck stellen. Hier vorne fährt dann die Cable Car vorbei, vielleicht auch so in der Kurve, ja. Und stellt das noch auf so weiße Grundplatten. Übrigens, apropos weiße Grundplatten, weiße Baseplates. Ich habe ja in dem Video, zieht es euch mal rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt, dieses Set mal auf eine weiße Grundplatte gestellt, zwei, drei Schienen vorne hingelegt, die Cable Car draufgestellt als Displaymodell. Sieht gleich Welten besser aus. Zieht es euch auf alle Fälle mal rein. Ja. Ja, liebe Freunde, ich hoffe tatsächlich, dass auch ihr, ich lasse das mal hier so stehen, das sieht ja sehr dekorativ aus. Ich hoffe auch tatsächlich, dass ihr ein schönes Weihnachtsset zum Bauen habt. Ich gehe ja mal davon aus, dass ihr Weihnachtssets auch mögt, sonst hättet ihr vielleicht dieses Video gar nicht eingeschaltet. So, ein Fazit von mir. Ich hatte ja am Anfang schon mit dem Thumbnail und Daumen nach oben, Daumen nach unten so ein bisschen angedeutet, ja, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht, dieses Set? Mein Fazit ist, ich habe es vorher für schlechter gehalten, als es eigentlich ist. Es ist wirklich ein schönes Set. Die Feuerwache fetzt. Es sind viele schöne Details. Es macht Spaß zu bauen. Es sind ein paar schöne Baulösungen auch drin. Auch so kleine Builds, die ganz cool sind. Es ist unnötiger Krempel dabei, nenne ich das mal, wie diese Eislaufbahn. Das hätte man sich für meine Begriffe sparen können und zu einem eigenen Thema machen können. Aber ansonsten ist das ein stabiles Set. Und wenn man das zum halbwegs fairen Preis bekommt, ist das bestimmt auch eine super Aufwertung für jede Winterstadt. Achtung, nicht Winter Village. Ja. So eine coole kleine Dorffeuerwehrstation. Ja, die wäre natürlich auch nicht so schlecht. Aber das ist deutlich New York-Style oder zumindest amerikanischer Großstadt-Style. So vielleicht auch 20er, 30er Jahre, wenn man unterstellt, dass das Fahrzeug aus der Zeit auch ist. Und dann kann das schon Spaß machen. Also mein Fazit ist durchaus positiv, positiver als ich es vorher gedacht hätte. So, ihr könnt gern auch eure Erlebnisse und Gedanken zu dem Set in die Kommentare schreiben. Ich verlinke euch noch die Liste mit den anderen Weihnachtssets, die wir schon vorgestellt haben. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, da ist zum Beispiel auch das allererste Weihnachtsset dabei. Das allererste Weihnachtsset der Lego-Geschichte. Ein Vintage-Set. Ein sehr kleines Set, sehr noppig, aber sehr, sehr cool. Zieht es euch auf alle Fälle mal rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns schon sehr, sehr bald wieder, ihr Lieben. Ja, in diesem Sinne, bis bald. Bye, bye.